Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Stranded Sails. Wir hatten das letzte Mal ein bisschen Glück mit verschiedenen Sachen. Wir können jetzt... Ich bin doch schön im Lager. In der Lage, Gewürze anzubauen. Und das würde ich natürlich auch gern tun. So, da haben wir den Thymian. Da haben wir Piment. Da haben wir Zuckerrohr. Oh, das war's anscheinend schon. Ansonsten würde ich einfach mal Zeit drauf verwenden. Zu ernten. Und wie wir ernten können schon wieder. Wenn wir von der Insel runterkommen, kaufen wir den ganzen Mais und werden reich. Reich, sage ich euch. So unglaublich reich. Reich durch ein Mais-Imperium. Kann auch nicht jeder von sich behaupten. Mal gucken, was der Herr Ahner für uns hat. Gerichte haben wir ja noch, oder? Gut, trotzdem mal kurz. Ich glaube, das habe ich das letzte Mal gemacht. Ich habe ja alle Rezepte jetzt freigeschaltet mittlerweile. Ne, ich bin voll. Oh, alte Pyramide. Ah, zum Schiffswrack kann ich auch. Das heißt, ich könnte von diesen Dingern aus jederzeit einen Apfel kommen. Also solange ich hier bin, kann ich jederzeit mehr Äpfel holen. Noch eine Möglichkeit, leicht an Essen zu kommen. So, ich hab hier was für dich. Grüße, Robin. Wieder kehrst du unbeschadet von einer langen und gefährlichen Reise zurück. Mit der zweiten meiner Statuen in den Händen. Ich bin wahrlich beeindruckt von deinen Fähigkeiten. Bitte, Robin, stell sie auf das Podest, wo sie hingehört. Yep, versuchen wir es einfach mal. Robin, jetzt verbleibt nur noch die letzte Statue. Versteckt und behütet von dem kriegerischsten aller Piraten. Solltest du es verbringen, diese herzubringen und alle drei goldenen Ebenbilder zu vereinen, dann wirst du dich als würdig erweisen. Ich werde den Fluch aufheben und es euch ermöglichen können, diese Insel zu verlassen. Robin, doch werde ich wieder etwas Zeit benötigen, die letzte Statue ausfindig zu machen. Ich werde es dich wissen lassen, sobald es mir gelungen ist. Solltest du dich weiter im Kampf beweisen wollen, berühre die Statuen hinter mir. Die zweite Statue wird bei Berührung noch gefährlichere Piratengeister erlocken. Für den Moment solltest du zurück zu deinem gemütlichen Lager gehen. Es scheint, es gibt es eine Entwicklung, deren Zeuge du sein solltest. Oder möchtest. Ich habe nicht genau aufgepasst. Was muss ich eigentlich machen? Kehre ins Lager zurück, okay. Bin ich. Oh, ich kann ernten. Muss ich direkt auf Lager klicken? Reicht nicht, wenn ich hier bin? Oh, das ist eine Blüte. Vielleicht muss ich das machen. Nee, das war's nicht. Leckerer Maisbrei. Ja, ich bin doch im Lager, was... Charles ist am Pennen. Cecil, du alte Schnelle. Kochst du? Bonjour, unnötig zu erwähnen, dass mein erster Salon mal eines der besten der Stadt war. So wie dein Eintopf genießbar geworden ist, seit du angefangen hast, Gewürze zu benutzen. Ja, aber nicht für den Eintopf. Wenn du schläfst, wichse ich in deine Haare. Was? Bruder.
Oh. Ein Tag. Eine Zoll, bla bla bla. Mein Essen ist nur besser geworden, weil ich es öfter mache. Was zur Hölle wollen die von mir? Ich bin doch im Lager. Ich guck mal, ob Charles wieder wach ist. Ah, Robin. Oh, ich bin so froh, dich zu sehen. Ich habe tolle Neuigkeiten. Dein Vater ist gerade aufgewacht. Er scheint sich von seiner Verletzung erholt zu haben. Solltest mit ihm reden. Oh, hey, mein Kind. Ich bin so froh, dich zu sehen. Scheinbar sind meine Wunden in meinem Schlaf verheilt. Fabelhaft. Auch der Arm, der nur noch an einer Sehne hing, ist plötzlich wieder angewachsen. Viola sagte, dass ich eine ganze Weile geschlafen habe. Oho. Hat er ein rotes Auge oder ein blaues Auge hier? Sie sagt außerdem, dass du diese Inselgruppe sehr eifrig erkundet hast. Ich würde so gern endlich rausgehen und unser Lager mit meinen eigenen Augen sehen. Bis jetzt habe ich nur Geschichten darüber gehört, wie gemütlich es ist. Hoho. Würdest du Cecile bitten, mir eine Tasse von ihrem köstlichen Tee zu bereiten? Ich glaube, ich brauche einen Schluck, um zur alten Stärke zurückzufinden. Danke, mein Kind. Ich werde draußen auf dich warten. Jeder kriegt eine verdammte Hütte, bloß ich nicht. Ich muss in diesem gefährlichen Schiffswrack weiterleben. Oh, Karotten. Cecile, du musst warten. Ach, das ist immer separat, sehe ich jetzt erst. Gewürze sind in einer separaten Anordnung, aber wir kriegen eh nichts Neues. Wir müssten es wirklich alles haben. Ich glaube, das Spiel wird gar nicht mehr so lang gehen. Wer macht diese Fackel eigentlich an? Bonjour. Charles ist wach. Fantastisch. Wir sind gerettet. Ja. Ja, genau. Weil er wach ist, sind wir gerettet. Nicht ich, der euch Lebensmittel anbaut. Nicht ich, der ein neues Schiff für euch mitbaut. Nicht ich, der gegen Geisterpiraten kämpft, um den Fluch aufzuheben. Nein. Mein alter Herr ist aufgewacht. Wir sind gerettet. Danke, Cecile. Natürlich mache ich ihm eine Tasse Tee. Ian, nimm ihn und lass ihn nicht kalt werden. Eine Tasse Tee? Der Tee riecht nach Heimat. Er fühlt sich an, als sei eine Ewigkeit vergangen, seit ihr den Hafen ausgelaufen seid. Du bist ja noch nicht mal einen Monat hier, also die andere Crew hat deutlich länger gebraucht. Ich glaube, wir sind bei 15 oder 16 Tagen erst. Ah, Robin, mein Kind. Danke für den Tee, ist köstlich. Robin, als ich nach draußen gekommen bin, dachte ich, ich könnte meinen Augen nicht trauen. Unser Lager sieht unglaublich aus mit all den kleinen Hütten und Feldern. Sven und Logan haben schon angefangen, ein neues Schiff zu bauen. Robin, mein Kind, ich bin stolz auf dich. Fiona sagte, du seist für all das hier verantwortlich. Du hast die meiste Arbeit geleistet, die in all das hier geflossen ist. Vielen Dank, dass du dich während meines Schlafs um die Mannschaft gekümmert hast. Scheinbar hast du viel darüber gelernt, was es bedeutet, ein Kapitän zu sein. Robin, vielleicht trittst du noch eher in meine Fußstapfen, als ich dachte. Nun, Robin, erzähl mir bitte alles, was du über die Insel herausgefunden hast. Es gibt scheinbar viel von all den Geheimnissen zu berichten, die du aufgedeckt hast. Lass uns einen Spaziergang durchs Lager machen, während wir uns unterhalten. Oh, oh, Robin, das klingt so aufregend und herrlich. Mein altes Abenteuerherz springt vor Freude, weißt du das? Ich habe mir wirklich Sorgen um dich gemacht, als du gegen diese Geister gekämpft hast. Ab jetzt sehe ich, dass du selbst die größten Hindernisse allein bewegen kannst. Warum hast du dir Sorgen gemacht? Du hast doch erfahren, dass ich gekämpft habe und ich stehe doch vor dir, also... Was denkst du, wie die Geschichte ausgeht? Dass ich gestorben bin? Also Robin? Auch wenn wir ein neues Schiff bauen, hinter der Fluch uns daran, die Insel zu verlassen. Dieser Urahne, von dem du gesprochen hast, er kann den Fluch aufheben. Und du hilfst ihm dabei. Versteckte Symbole, Piratengeister, goldene Statuen und ein uralter Fluch.
All das klingt, als käme es direkt aus den wilden Träumen, die ich als junger Bursche hatte. Ich bin sicher, dass du den Fluch aufheben kannst, damit wir wieder Segel setzen können. Mit all dem, was seit dem Schiffbruch passiert ist. Er könnte uns sonst von dir wegbringen. Dieses komische Hoho, bist du nicht der Weihnachtsmann? Oh Robin, wir haben uns jetzt so lange unterhalten. Lass dich nicht weiter von mir aufhalten. Geh und beginn das letzte Kapitel eines großen Abenteuers. Ich weiß, du kannst es schaffen. Wofür ist das? Irgendwas, was ich noch nicht hab. Nautischer Stil. Ach, das konnte ich noch gar nicht. Bin ich überhaupt? Wo ist meine Hose? Ich habe keinen Bock, da hochzulaufen. Ich teleportiere mich lieber. Ich dachte eigentlich, dass ich mittlerweile alles habe, aber ich habe immer noch nicht alles, was ich brauche, um die Sachen zu bauen. Warum muss ich eigentlich mit Sven reden? Ich dachte, das muss ich mit dem Ahn reden, aber... Warum ist das alles so trocken? War wahrscheinlich, weil der mich aufgehalten hat. Das, also so einen Eimer hätte ich in Stardew Valley gebraucht, ehrlich gesagt. So viele Kartoffeln. Ich kann echt einen Gemüsehandel aufmachen. Kartoffeln. Muss ich neu gießen, sehe ich gerade. Kurz angießen. Ach, das ist mein Eintopf schon wieder weg. Das blöde verfressene Charles. Yeah, wer gibt mir jetzt ein Geschenk? Einer von denen wahrscheinlich nochmal. Leckerster Maisbrei. Hab ich irgendwas Neues gekriegt? Die Dinger habe ich noch nicht angeschaut, ja. Hier. Ach ja. Faszinierend. Nimm doch mal den alten Kabeljau aus deiner, aus deinem Bart her. Hey! Hallo, Kapitän. Ich habe dich mit deinem Vater im Lager gesehen. Ich bin so froh, dass er wieder bei uns ist. Habe nie daran gezweifelt, dass er sie holen würde. Robin, wie du siehst, sind wir fast fertig mit dem Bau des Schiffs. Eines der letzten möglichen Teile ist jedoch sehr wichtig. Wir brauchen ein gutes und stabiles Steuerrad. Warum siehst du nicht mal auf den Sandbänken nach? Vielleicht findest du den Überrest vom Steuerrad unseres alten Schiffs. Ich
Ich denke, es wäre toll, wenn wir es reparieren und wiederverwenden könnten. Aber wieso kann ich nicht eigentlich die ganzen Sachen mit einmal nehmen? Macht das nicht viel mehr Sinn? Oh, ich muss nur das Steuerrad finden. Yay! Yeah. 30 Hummer oder so wäre nicht schlecht. Ich bin ein großer Fan von diesen Säcken, wenn ich ehrlich bin. Da finden sich halt immer super Sachen drin. Es ist zwar schön, dass ich Gewürze anbauen kann, aber ich glaube, das ist nicht mal notwendig. Ich bezweifle, dass ich es hier vorne finde, aber ich gucke trotzdem mal nach. Mal hin. So, die Affen sind immer noch gefüttert, aber anscheinend sind sie nicht mehr hier. Davon kann man nie genug haben. Wisst ihr, was das Schöne und das Schlimme ist heute? Meine Frau kommt wahrscheinlich erst mitten in der Nacht, also irgendwann um 3 oder so nach Hause, schätze ich mal. Das ist zwar einerseits schön, weil ich da noch ein bisschen was machen kann hier, andererseits ist es aber auch scheiße, weil meine Frau so spät heimkommt. Ne? So, was haben wir denn hier noch? So. Er geht immer auf Hände zurück. Das war aber ergiebig. Kann ich ein paar Seile machen? Ich glaube, eins kann ich machen, aber trotzdem. Dafür, dass es eigentlich nur eine schlechte Kiste war, war es super. Muss halt noch Glück haben. Noch mehr Karottensamen. Gibt aber noch eins. Da ist das Steuerrad. Zerbrochenes Steuerrad. Dieses große zerbrochene Steuerrad muss von einem Profi repariert werden, sonst ist es nutzlos. Es muss immer alles von Profis gemacht werden.
Laien können bestimmte Sachen einfach nicht. Also Sachen so zusammenkriegen irgendwie. Nee, das kann man vergessen. Wenn bei einem Auto eine Glühbirne kaputt ist, das kann man nicht einfach selber machen. Das muss eine Fachwerkstatt machen. Du musst ein Bild aufhängen, willst einen Nagel in die Wand klopfen. Hol dir einen Profi. Lass dir für 50 Euro einen Nagel in die Wand machen. Geh auf Nummer sicher. Immer. Ich glaube, dieses Steuerrad könnte ich auch noch zur Not reparieren. Oh, das kann ich haben. Okay, ich vermute mal, ich muss schlafen gehen, weil es einfach schon zu spät ist. Und dann im Bett sind. Ach nee, benutze die Handwerkstation. Ah, mein Fehler. Was brauche ich denn dafür? Hartholz und ein paar Dübel. Ja, also... Es steht zwar dazu, du musst es von einem Profi reparieren lassen, aber ich kann es auch. Der letzte Teil, um das neue Schiff zu vervollständigen. Ein Steuerrad, wie man es sich vorstellt, robust und präzise hergestellt. Jetzt muss ich zu Sven. Mal der Ente. Also mit Auberginen können wir auch bald die Piraten totschmeißen, oder? Bestimmte Sachen haben wir wirklich... Wir haben eigentlich viel zu viel Essen. Reis fehlt noch ein bisschen. Aber ansonsten habe ich, glaube ich, alles in Massen. Gewürze noch nicht. Aber ich kann auch nicht alle Gewürze anbauen. So. Hey, Captain. Wie sehr hast du das alte Steuerrad gefunden und repariert? Sieht aus wie neu. Nichts wäre damit. Loke und ich können unserem neuen Schiff jetzt endlich den letzten Schliff verleihen. Schon bald werden wir wieder auf hoher See sein. Geh zu deinem Vater, ich glaube, er hat etwas für dich. Schiff Ahoi, Errungenschaft freigeschaltet. Also bei dem Spiel hagelt es in letzter Zeit irgendwie ständig Erfolge, was ich gut finde. Ahoi, Robin. Ich nehme an, Sven hat dich geschickt. Ist aufgefallen, dass er dich schon Captain nennt, hoch. Mein Kind, du hast uns angezeigt, was du kannst. Ich werde dich heute nicht zum Captain ernähren. Aber ich gebe dir etwas, das eines Captains würdig ist. Bitte räum, nimm meine Schultertasche. Sie hat mir immer gute Dienste geleistet. Früher, als ich noch wie ein junger Abenteurer war. Sie würde es dir ermöglichen, mehr Proviant zu tragen, als du jemals essen könntest. Sie ist der perfekte Begleiter für lange Entdeckungsreisen. Charles Schultertasche, eine robuste Tasche, die Charles auf seinen vielen Abenteuern benutzt hat. Du kannst jetzt ein zusätzliches Gericht tragen. Ja, mehr als ich hier tragen, essen kann. Du hast keine Ahnung, wie viel ich essen kann. Nicht mal annähernd. Aus dem roten Schnapper. Nehme ich das, wenn ich dann angel. Wird mir das, glaube ich, gute Dienste leisten. Oh, ich habe sogar noch einen Seebarsch. War geil, ist aufgeregt. Eine neue Nachricht vom Ohren. Er hat die dritte und letzte goldene Statue gefunden. Soll es ihm auf die Pyramide gehen? Denn er kann es hier nicht draufschreiben. Warte mal schauen, wie spät es ist. Jetzt ist 4. Grüße, Robin. Es ist gut zu sehen, dass es weiterhin dein Ziel... Dass es weiterhin dein Ziel bist, den Fluch aufzuheben, der dich hier hält.
Wie du vielleicht erwartet hast, habe ich die letzte meiner goldenen Statuen ausfindig gemacht. Sie ist am gefährlichsten an Orte versteckt. Bösartige alte Piratenkapitän, der jede Insel bewanderte. Er bewacht sie im Herzen des großen Vulkans auf der gefährlichen Insel im Nordosten. Bereite dich vor mit allem, was du hast, denn dies wird die letzte und größte Hürde sein. Der Eingang zu dem Ort, den du suchst, ist hinter Wänden aus Stein versteckt. Und du musst steile Klippen hinabklettern, um das Diebesversteck zu erreichen. Sprich mit deiner Schmiedin, sie hat bereits eine Lösung für dieses Problem. Viel Glück, Robin. Wie schon zuvor erwarte ich, dass du deine ultimative Prüfung meistern wirst. Runter muss es doch schnell gehen mit Rennen. Dann kriegen wir endlich den Kletterhaken, das heißt, wir können dann die ganzen Inseln vollkommen erkunden. Lang hat's gedauert. Braucht bestimmt Seil und Metall. Guten Tag, Robin. Brauchst du eine neue Erfindung? Alles klar, das klingt nach einer bahnbrechenden Erfindung. Ein einfaches Seil genügt. Nutze einfach diese Blaupause, um ein Kletterseil bei Kosten zu bauen. Ja. Kletterseilbaukasten. Ich nutze diesen Baukasten, um ein Kletterseil an einem soliden Fundament zu bauen. Und so steile Abgründe hinabzuklettern. Ein fester Knoten ist wichtig. Hab immer eins dabei, wenn du unterwegs bist. Ah, ich brauche Dübel. Hab mich geirrt. Da brauche ich die Dübel. Eisenwurzelpfeiler. Eines der legendärsten Materialien, die existieren. Es ist der Traum eines jeden Holzfällers, dieses unzerstörbare Holz einmal auf die Probe stellen zu dürfen. Das ist wahrscheinlich was mir noch fehlt. Wie kriege ich... Ich hatte schon ein paar Mal erwähnt, ich hatte mal eine Deutschlehrerin, die mir gesagt hat, es gibt kein Eisenholz, aber in dem Buch Robinson Crusoe habe ich das auch gelesen. Dämliche Kuh, ich hatte recht. Ich habe es auch schon auf Wikipedia mal nachgeschlagen, dass ich recht hatte, damals. Es ist zwar schon ewig her, aber wo kriege ich denn Eisen? Und dafür brauche ich Eisen. Ne, ernsthaft, wo kriege ich das her? Da muss es noch was geben. Da brauche ich einen Kletterseilbaukasten. So. Robin, du bist so fett. Sie ist alt. Da bin ich mal gespannt bei Eisenholz. Okay. Ich habe wahrscheinlich noch keinen Kletterbaukasten, oder? Oh, eine Münze. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, wo soll ich das herkriegen, dieses komische Material?